Also willkommen zurück, Leute, zu The Division am PC mit Liquid, Kundran und Dadosch. Hallo. Quackbox, servus. Guten Abend. So, im Koop und es geht weiter mit der nächsten Mission, dem linken Tunnel. Ich hoffe, diesmal funktioniert bei mir alles durchgängig. Das hoffen wir auch. Das wäre schon ganz gut. Obwohl ihr mich nicht gebraucht habt. Das war dir doch davor schon bewusst. Beim Bossfight war ich ja zum Glück dabei. Das stimmt. Warst du? Geiselrettung, was? Ja, ja, war ich dabei. Ich konnte noch nicht reden, mein Mikrofon hat nicht funktioniert. Ach, ich glaube, du hast nicht mit auf den Boss geschossen. Doch, hab ich, sonst hätte ich keine drei grüne Sachen gekriegt. Ja. Klar, weil du in der Gruppe warst und der gestorben ist. Nein. Scheiße, was ist los? Ich könnte schließlich auch die Mission abgeben. Feindbasis angreifen. Das sind doch schon Feinde. Ich sehe sie schon wieder nicht! Serious? Oh, Schweine. Hey! Wirkt so, als wenn dein PC zu low ist. Das kann sein, ja. Wie über ist eigentlich das? Kommen ganz schön viele raus. Lol, ich sehe schon. Jetzt bin ich zuerst. Vielleicht deine Einstellung ein bisschen runtersetzen oder so? Ja, mal gucken. So, der ist ausgeschaltet. Sehr schön. Da läuft eine Ratte! Kannst du töten. Wenn du das möchtest. Hier kann man noch ein bisschen was looten. Ein paar Belohnungen. Waffenteile, nice. Nochmal Waffenteile, ja. Aber diesmal eine blaue. Grüne. Ich hab Tracking. Eine Sniper! What? Hä? Wieso kann ich ihn dann nicht ran? Ich kann dich ja nicht hoffen. Immer wenn einer lootet, musst du warten. Nee, ich guck gerade. Oder hab ich die. Nee, die hab ich noch nicht gelootet. Ich kann dich ja nicht an die Polizeitaschen. Die Polizeitaschen kann ich irgendwie auch nicht. Ich konnte hier alles looten. Toll. Super. Müssen wir hier hoch? Ja. Wir müssen nirgendwo. Müssen wir nicht? Achso. Warst du weiter geradeaus? Da war so eine Leiter und ich wollte hoch. Da, du. Push schon vor. Ach du Heilige. Auch auf dem Parkplatz. Der neue Schalldämpfer von mir klingt komisch. Steht er da oben auf dem Präsentierteller? Ah ja, kann man auch mal machen, oder? Noch eine Waffe gefunden. Ja, ich habe gerade auch irgendwas gefunden. Handschuhe. Geht's rein? Weiter geht. Ah, okay. Okay. Bei mir fehlen hier ganz viele Texturen, lauf von mir. Das ist nicht mein Spiel, oder nicht für meinen Rechner wahrscheinlich gerade. Vielleicht die Einstellung ein bisschen runterschrauben. Müssen wir hier nicht irgendwie runter? Sie ist, oh, sie sind ach, kackt der Hund? Kackt der Hund? Kackt der Hund? Man könnte den Hund aber abschießen, der bedroht die Leute. Nein. Wir müssen den Hund kacken sehen. Nein, Dalu, aus. Nicht schon wieder! Ihr Captain Benitez, erbitte so, wir sind da. Unterstützung am Kontrollpunkt linken Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Deswegen sind wir hier. Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich... Der hat ein richtiges Kackmikro. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht. Obwohl ich ihre Patrouille auswendig... Hast du Ölfass am Boden? Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich gut bist. Die Baseballschläger, Mensch, finde ich immer geil. Die sind echt stark. Das stimmt, sie die ziehen dir gut was ab. Sonderbar. Ja, da tun sie oftmals zum Glück nicht so. Oben.
zwei Stück rum, oder? Alter, mein Typ wird immer langsamer und tief in der Nummer. Oh, ich hab den Hass, warte! So, zeig dich doch da oben. Shit, oh shit. Sehr schön, sehr schön. Keine Ahnung. Da schaut den Wallhack an. Nee, ich kann mir vorstellen, dass sein Charakter langsamer läuft, weil er noch die sozusagen die Sachen runterlädt, das wie stimmt, in dem Ladebalken. Das kann sein, ja. Ja, ich habe nur keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Ist ja schon auf Low. Ich kann mir vorstellen, dass du das Spiel nicht komplett runtergeladen hast. LOL. Deswegen fällst du auch durch den Boden. Du hast das Spiel nicht geladen. Doch, habe ich. Will ich es mal neu installieren? Das ist doch mal Impact. Ich kann mir das echt vorstellen, aber es macht ja Sinn. Weißt du, dass du deswegen langsamer gehst? Ja, das macht auch Sinn. Jetzt kann ich hier, es hat jetzt Mitarbeiter hier geladen, dass ich hier rüber gehen kann. Das ist schon mal gut. Das wirkt halt wirklich so, ne? Kann ich hier runter? Ja, ich fall komplett durch die Map. Ich sehe alles von unten. Ich bin richtig. Okay. Das ist wie in Minecraft, weißt du, wenn du unten durchfällst. Alter, ist die Welt. Ey, cool, ich bin unterhalb von euch. Außerhalb des Spiels waren wir rein. Ja! Seht ihr das eigentlich auch, wenn ich hier mein R aktiviere und die Feinde auf dem Bett bin? Ja, das ist fürs ganze Team. Okay. Ich glaube, der eine Kollege ist doch gleich tot. Ja, links soll nur. So, sehr schön. Gut. Ich muss da hoch. Da hinten sind noch Leute. Also wenn man alle hat, das ist grafisch eigentlich echt hübsch aus, das Spiel. Fixen! Ich seh grad den Nachrichten. Im Heim ist es geil. Auf wen schießt der hier eigentlich vor? Schießen die aufeinander noch? Der eine hat nämlich gerade den anderen Pfeil angezogen. Das wirkt fast so, ne? Ja. So, der ist tot. Gott, meine Pistole ist vollkommen für den Arsch. Komm ich irgendwie runter? Der ich hier. Der ist tot. Sehr schön. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Das ist echt eine schlechte Nachricht. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Findest du? Ja, schon so. Bomben ist echt nicht gut. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Hier können wir einmal Munition auffüllen. Ja, leider können wir das nicht machen. Achten Sie auf Rikers. Ich entschärfe das Ding. Das wird aber für uns übernommen, ja. Hey, ich kann wieder schnell gehen. Feinde nähern sich ihrer Position. Hast du hier ein bisschen was runtergeladen? Ja, ich habe gerade noch mal eine Blitzreise gemacht und mal sehen, wie lange das hält. Soll ich mal eben voll? Feinde nähern sich, ne? Von wo? Wir werden ja wahrscheinlich den Tunnel auch wieder reinkommen. Ich gehe davon aus, die hier irgendwie langkommen, Bro? Nee. Tatsache. Bin ich bei euch? Hauptsache, die klettern da oben irgendwie auf Autos drauf und präsentieren sich komplett. Oh, da, das warte. Du bist ja fast tot, ja. Jetzt
pusht einer. Der ist oben, ja, ja. Der ist oben. Der ist, oben. Der ist tot. Ja, nee, der ist chillt. Hinten ist noch einer. Ich umlauf den. Alter. Schön. Hab ihn. Alarm! Feinde kommen in ihre Richtung. Das ist so. Tobi! Haben wir einen Shotgun hier? Können wir schon keine Action machen? So, der hat erstmal direkt in den Kopf kassiert. Ja, wir haben nur noch ein paar 50 Sekunden. Da oben kommen sie runtergesprungen. Alter, wie man da nichts sieht, weil es so hell ist, wenn man hier rausguckt. Lass sie halt mal näher kommen! Ich rück auch nicht zu weit vor, ich hab mich wieder ein bisschen zurückgezogen. Ich schau mal, was ich hier so. Alter! Die schießt hier durch! Ich schieß doch auch raus! Ja, nein, durch die Wand durchschießen die. Das meine ich. Also, folgender Vorschlag. Ach Leute, ihr müsst näher kommen, damit ich mit der Schutzwaffe schießen kann. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Oben rechts sitzt ein Boss. Das ist nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Ist down. Das muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, oben links auch noch. Oben links auch. Jetzt müssen wir in den Tunnel rein. Und den Boss noch weg. Da kommt der Mama noch. Ja, bitte einsetzen. Bitte verdammt, das war knapp. Denen ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Wir töten doch auch alles. Gerne. Gibt's hier noch was? Ja, ein Rucksack. Müsli Riegel. Okay. Das kann schon mal irgendwie nur der erste oder so. Gucken, wenn man hier so weit noch laufen kann, gibt es hier bestimmt auch noch irgendwas. Ja. Hier ist noch ein Rucksack. Alles, was du looten kannst, ist auf der Map markiert. Ja. Stimmt, ja, ja. Spielen Sie ruhig weiter, den Helden, Hansi. Meine Güte, was bleibt es denn noch? Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Die Cleaners benutzen die Baustelle. Hören Sie, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Oh oh. Das sind die Schlechten da. Die gefallen mir ganz gut. Alter Schwede! Was denn? Heil dich, die gehen einen ganz schön auf die Fresse. Heil dich. Oh shit, die gehen mal weg. Ganz gut auf die Klasse. Ich sniper den Typ hier gerade draußen. Okay. Dein Boss ist schon down. Wie man fast nicht sieht, ey. Da hat er so markiert. Hä, warum? Oh shit, ich bin verletzt. Oh, hier ich rein. Auch. Also, krieg mal zu mir. Ja, bin aber weg. Wo bist du? Warte. Hab dich. Danke. Lol, ich hab. Alter. Du bist gerade heil, ey. Müsste ich drüber aufhören, bitte.
Mit dieser Dadosch. Oh fuck, jetzt bin ich down. Dadosch? Ja? Neben dir. Ja, mach ich. Hast du sie? Ja. Oben. Jo. Nice, nee. Einer ist glaube ich noch oben, oder haben wir das? Einer hüpft hier durch. Einer hat mir das schon gesagt. Die Sniper ist mal ziemlich nice hier. Glaub wie der da runterfällt. Wieder einer Typ hier. Headshot. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Was, du bringst dich in Stellung? Wir haben einen Boss. Finch. Die Schotten schon geil. Auf jeden Fall. Jo. Wenn man da genug dran ist, geht gut Schaden. Da, der kassiert gerade einen Headshot nach dem anderen, ne? Mit jedem Headshot 1300 Damage. So ein schöner 2 wieder eine Kunde an. Einer ist rechts, der ist richtig low. Dadurch macht ihr mal den rechten bitte. Wo ist denn der? Warte. Los ist down. Oh shit, die Waffe muss nachher geladen werden. Der Anführer ist gleich down. Der Anführer ist down, ist schon down. Geht links noch lila, links noch lila. Einer, ja. Nichts mit wegrennen hier. Einfache Wanderjacke. So, wo haben wir denn die Maschine? Meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Ich oh, wir haben es ja, schön, Leute. Sehr nice. Wir sprechen uns, wenn Sie dort sind. Gute Arbeit. Wenn Sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Wie kommt man wohl da hoch? Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wo? Wir sehen uns. Wahrscheinlich, ja, ich sehe ja hier aber gerade, dass hier was ist. Wahrscheinlich da oben drauf. Oder? Ja, es ist laut Map ist das hinter der Mauer, oder? Ah, oder kann auch eine andere Etage sein. So, das hätten wir ja fertig. Definitiv. Sollen wir gerade mal Inventar gucken, was wir so alles Neues haben? Wir können uns zur Operationsbasis mit Blitzreise teleportieren. That's true. Auf der Map, auf die Operationsbasis und dann Blitzreise. Agent, wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind gottverdammte Tiere. Ist also gesperrt. Hat es ihnen hochgeladen. Du musst auf die Basis drücken. Das ist also ja. Der Ort ist wichtig, auf den du drauf drückst. Das ist so unser Safehouse, oder nicht? Nee, Operationsbasis. Ja. Das ist Orangene. Was ist da? Heißt das nicht Postamt? Ja. Nee. Bei mir heißt es Operationsbasis. Nein, das heißt da über Postamt. Postamt, da untersteht in Operationsbasis, oder nicht? Ja, genau. Da kannst du Blitzreise machen.
Bei mir steht da, Postamt habe ich nicht. Da steht einfach Operationsbasis. Auch auf der Map. Okay. Auf der Map steht es bei mir auch, aber wenn ich draufklicke, steht bei mir auch in weiß oben Postamt und dann 45 Meter Operationsbasis. Blind, ich sehe es nicht. Das ist dieses orangene Viereck. Ja, mit Haus, da wo so Säulen drin sind und so. Muss ein bisschen rauszoomen aus der Map vielleicht. Da sind die Gruppenmitglieder. Da, ich kann jetzt Liquid porten. Basisinstandsetzung 3%. Was hast du jetzt in der Basis gemacht? Nix, es steht da ja, wenn man reinläuft. Aber wir müssen doch jetzt mit dem Roy reden, oder? Haben Sie mal eine Sekunde? Zumindest wird mir das gesagt. Also machen wir das. Wir haben so viele Sachen angeklickt. Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan und zwar vor allem, Katze. Weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. So, der Sicherheitsflügel wurde entsperrt. Und wir können ein Lagezentrum ausbauen. Wodurch wir zwei neue Fähigkeiten bekommen. So, haben wir das auch schon mal verbessert. Alles klar. So, was haben wir dann demnach hier? Wir haben Befestigung. Verstärkt eine Deckung und erhöht den Schaden. Ich höre euch jetzt auch noch den Sicherheitsflügel an. Der verursachte Schaden aller 5 Minuten. Was meinst du? Achso, Sicherheitsflügel, ja. Das war ja die Aufgabe. Als nächstes muss ich... Ja, nee, ich kann nicht auswählen. Da gibt keine vorgegebene. So, jetzt Inventar. Nein, Fähigkeiten. Was haben wir denn Neues? Befestigung. Verstärkt eine Deckung und erhöht den Schaden des Anwenders. Während der Personenschaden aller Familien eine Deckung verringert. Also ein Heilig, tragbares das Schild. Bekommen, aber man kann doch bei Fähigkeiten immer noch Talente und so. Was haben wir noch? Das kommt noch. Genau, ja. Die sind noch nicht freigeschalten. So, ich zerlege die ganzen Teile, die ich nicht brauche. Was haben wir für neue Waffenmods? Einen neuen Griff und einen Schalldämpfer. Ich guck mal, was ich für Mods auf meine Sniper drauf packen kann. Wird im Normalfall ja auch angezeigt, oder nicht? Wie bitte? Wird ja im Normalfall auch angezeigt, wofür die sind eigentlich. Ja, ja, du kannst auch direkt zur Waffe gehen einfach und dann... Ja, genau. So, habt ihr alle mit dem Typ gesprochen? Hm. Ja, alle mit dem Typ gesprochen.
Dann ist auch der nächste Part schon wieder vorbei, Leute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei anderen vorbei und schaut übermorgen um 20 Uhr wieder rein, wenn es weitergeht mit The Division. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Tschüss.